So, wir testen das jetzt mal hier. Ich bin jetzt live auf dem Michaelsberg. Zeig euch gleich mal. Ja, wir probieren einfach mal, was hier so geht. Ich habe hier eine Dings. Moment mal. So, die Station vom Tech-Relais für den Flocki aus Heilbronn. Jo, gib mir mal einen Rapport bitte. Also ich bin hier mit der Handschachtel unterwegs im Auto mit dem Car-Kit. Ich will einfach mal ausprobieren. Das ist hier die PNI Escort HP 82. So, Mikrofonabstand von der Handgurke jetzt so 30 Zentimeter. Ja, jetzt bin ich mal ganz nah dran, allerdings sieht man jetzt nichts mehr hier mit meinem Video wahrscheinlich, weil ich mache gerade so ein Video hier für meinen Funkkanal. Ja, also Lautstärke weiß ich, ich bin jetzt ganz nah dran. Ja, sicher. Naja, wir müssen hier noch eine Relaisablage einbauen. Das kommt, ich mache mit dem Ralf Backer zusammen. Und ja, das ist einfach bloß erstmal ein Test. Es ging halt um Preis-Leistung und da ist die natürlich ungeschlagen. Also die verkauft sich ja momentan beim Neuner oder Markus Neuner hier wie geschnitten Brot unter anderem. Also die geht ja weg unnormal. Deswegen habe ich sie mir eigentlich geholt, weil ich mal wissen wollte, wie die jetzt so ist. Ich habe diesen Firestick drauf, der über 2 Meter ist. Mit einem dreifachen Magnetfuß, ja. Eine andere hatte ich jetzt nicht zur Hand. Man könnte sicherlich auch eine kleinere nehmen, aber da brauche ich halt nichts einstellen. Keine Stehwelle, kein gar nichts und ja. Ja, nee, ich hab die auf dem Autodach. Also mit so einem dreifachen Magnetfuß. Ich bin ja hierher gefahren, damit sie mir nicht wegfliegt, weil die ist ja nun doch schon etwas gewaltig. Und ja, wie gesagt, ich wollte einfach mal testen, wie das so funktioniert. Also bis jetzt kann ich nichts Negatives feststellen. Auch mit dem Car-Kit dazu. Sehr, sehr angenehm für 120 €, sag ich mal, kosten die ja so im Schnitt zwischen 110 und 120. Also, ja. Ich sag mal so, die braucht sich hinter der Randy 3 nicht verstecken. Boah, du, das kann ich dir ja nicht genau sagen. Ich weiß halt, der Michaelsberg, der ist bei Kleebronn oder hier in diesem Trips-Drill Vergnügungspark. Da ist der. Keine Ahnung, bis zum Relais Tech. Pah, das sind locker 1 Stunde Fahrt von hier. Locker. Komm mal noch mal, hier drückt ständig einer rum, ist ja widerlich. Okay, also 70 Kilometer.
Na gut, jetzt haben wir einen Trägerdrücker, irgend so ein Spinner, funktioniert nicht mehr, beendet das Video. Trotzdem, vielen Dank an die Station da für den Rapport, ja? Also die besten Zahlen darüber. 73 hier vom Flocki aus Heilbronn.